Und wir starten jetzt erst mit der Aufklärungskampagne, was überhaupt das Problem ist in diesem Land, dass wir Zügel zu den Händen ausgeben, dass wir nicht mehr selber entscheiden können, wer in unser Land kommt. Die Sozialhilfe am Anschlag ist, 6 von 10 sind mittlerweile Ausländer, die im Sozialhilfebereich sind. Wir sagen einfach, unsere Botschaft ist, wir wollen selber bestimmen, wer da reinkommt. Wir entscheiden zusammen mit der Branche, wo brauchen wir Fachkräfte und wo brauchen wir eben keine, wo wir nachher unsere Leute genau eben im Alter entsorgen in eine Entlassungsrente. In ein paar Jahren haben wir die Schweizer Betonwüste und das versuchen wir jetzt zu verhindern. Und das Experiment Personenfreizügigkeit stürzt uns in eine tiefe Krise, wenn wir jetzt endlich handeln. Das zeigen die aktuellen Zahlen in diesem Land, geschätzte Frau Rühl. Im ersten halben Jahr 60'000 Zuwanderer in unser Land, trotz Corona-Krise. In den ersten 3 Monaten Rekordwachstum in der Zuwanderung. Noch nie da gewesen, seit es Personenfreizügigkeit gibt. Es sind Leute in unser Land reingekommen, trotz Lockdown, in die Gastrobranche, die eigentlich gar nicht hätten dürfen da reinkommen. Und das zeigt eben die grossen Mängel, die Personenfreizügigkeit hat. Und jetzt in der Krise gilt es, unsere einheimischen Arbeitsplätze zu schützen. Und das sollte man die Verantwortung übernehmen und Personenfreizügigkeit oder Zuwanderung wieder selber steuern und Personenfreizügigkeitsabkommen beseitigen. Es geht um unsere Leute hier und nicht um halb Europa rundherum. In erster Linie müssen wir zuerst zu unseren Leuten schauen. Das, was wir jetzt erlebt haben in den letzten 13 Jahren mit 1 Million Zuwanderern und kontrolliert in unser Land hineinkommen, in das Sozialwerk hineinkommen, in die Arbeitslosigkeit hineingerutscht, zeigt einfach das Grundproblem. Die Leute bleiben eben auch da, und da spreche ich vielleicht die Wirtschaft an, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft. Und versprochen worden ist bei der Abstimmung vorgängig immer, ja, wenn es nicht so läuft, müssen sie keine Angst haben, die gehen wieder zurück in ihre Heimatländer, zu ihren Leuten. Das Gegenteil ist eingetroffen. Sie haben die Familien alle zusammen mitgenommen, Großmutter, Urgroßmutter, alle zusammen da mitgenommen. Wenn sie arbeitslos werden, bleiben sie dann. Sie gehen nicht zurück, sie bleiben da, sie sind in unserem Sozialsystem. Und darum sage ich, jetzt müssen wir Verantwortung übernehmen für unsere eigenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und das nenne ich Verantwortung. Sie haben gesagt, die Personenfreizügigkeit bedeutet für die Schweiz 8'000 bis 10'000 Leute pro Jahr Zuwanderung ins Land. Wenn es so gewesen wäre und heute wir so würden leben, wären wir heute nicht hier in der Schweiz, hat kein Problem, viel weniger Problem. Das Gegenteil ist eingetroffen. Der Bundesrat hat sich um 870'000 Leute verirrt in diesen 13 Jahren. Jetzt haben wir 1 Million Staustunden verdoppelt. Eine riesige Blechkolonne im ganzen Land hin und her. Und wenn ich frage es gegenüber, was ist euer Rezept? Wie gehen wir denn so in Zukunft? Kommst du keine Antwort über. Jetzt kommt noch 1 Million dazu in den nächsten 13 Jahren. Wie wollen wir das bewältigen? Und vor allem, wer zahlt das? Es zahlt der Steuerzahler in unserem Land, der kleine Bürger, der arbeitet, der Alltag auf den Boden hinschlägt, kann morgen früher aufstehen, dass er noch an die Arbeit kommt. Am Abend kommt er später heim, sieht die Familie nicht mehr vielleicht so früh wie sie. Weil sie in Bern oben können, am Nachmittag um 2 schon den Koffer zusammenpacken und in den Zug einsteigen. Der kommt nicht mehr heim, das funktioniert nicht mehr. Und das will ich verhindern.